Hi, schön, dass ihr da seid. Heute ist der vierte Advent und wir kommen zu den weltbewegenden Fragen. Kann man an Christkindlmarkt mit Minirock und Nylons Glühwein trinken gehen? Ja, man kann. Ich habe mir richtig schöne, warme Hunkermüller-Strumpfhose angezogen, rutschfeste, dicke Schuhe, denn draußen liegt Schnee auf der Straße und passend dazu einen Minirock und einen richtig dicken Pulli. Würde ich sagen, ich ziehe die jetzt mal an. So, erstmal der dicke Pulli. Oh, mein Mikro muss ich auch mal wegtun. Gefällt dir mein Outfit jetzt schon? So. Und wenn der Rock zu lang ist, habe ich einen Trick. Und zwar, ich krempel es hier oben einfach um. Ich würde sagen, jetzt stehe ich mal auf. Ja, was mache ich jetzt mit dir? Hm? Soll ich dich wegschieben? So. Und weil es draußen schneit und richtig kalt ist, ziehe ich mir noch meine Jacke an. So, das ist mein Outfit für Glühwein trinken draußen. Na, wie findet ihr mein Outfit? Kein Stress. Ich zeige euch noch ein zweites Outfit. Ihr wollt noch meine Strumpfhose sehen? Okay. Schön kuschelig warm. So. Jetzt kommen wir zu Outfit Nummer 2. Aber ich muss euch ausblenden, denn ich trage kein Höschen. Also, bis gleich. Das ist Outfit Nummer 2. Eine hautfarbene Strumpfhose in 40D. Ja, ich weiß, draußen ist es kalt,
Aber ich mache einfach und nehme mir eine neue Strumpfhose noch und ziehe sie einfach drüber. Denn 40 plus 40 macht 80. Und jetzt bin ich für den Glühwein- und Weihnachtsmarkt gewappnet. Es ist nämlich richtig schön warm. Dazu auch richtig schöne warme Schuhe. Passend dazu auch ein dicker, warmer Pulli und ein Minirock. Tada! Das ist mein Outfit. Und jetzt stehe ich für euch auf. Und? Was sagt ihr? Da fehlt noch was. Ein schöner, warmer Mantel. Oh, aber mir ist es richtig warm. Den ziehe ich gleich wieder aus. Und? Welches Outfit hat euch besser gefallen? Das erste oder das zweite hier in Schwarz mit der hautfarbenen Strumpfhose? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest und erholsame Weihnachtsfeiertage. Und falls ihr mich vermisst, unten ist ein Link. Da findet ihr auch OnlyFans. Bis dann!